Sex. Die Welt hat sich verändert, ganz bestimmt. Jetzt müssen nicht nur Ärzte, sondern wir alle medizinische Masken tragen. Und für Brillenträger kann das ein Problem sein, da die Brille oft beschlägt. Bei FogX handelt es sich um spezielle Aufkleber, die eine Brille vor Kratzern und Beschlagen schützen. Man muss nur seine Brille abwischen und den FogX vorsichtig auf die Gläser kleben. Die Aufkleber sind für jede Brillengröße geeignet und der Preis hierfür beträgt 6 Euro. Pale Blue Batteries. Was spart Zeit und Geld? Die Pale Blue Batteries sind wiederaufladbare Batterien, die bis zu 5-mal schneller geladen werden können als herkömmliche Batterien. Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass sie bei Nichtbenutzung nicht leer werden. Insgesamt kann eine solche Batterie mehr als 1000 Einwegbatterien ersetzen, was sich sowohl auf die Umwelt als auch auf den Geldbeutel positiv auswirkt. Ein Satz von 4 AA-Batterien kostet etwa 26 Euro. Gita. Der Beruf des Gepäckträgers ist womöglich schon veraltet. Schließlich hat Piaggio Fast Forward einen Roboter entwickelt, der zum Tragen von Gegenständen gedacht ist. Er kann bis zu 18 Kilogramm tragen und begleitet euch überall hin. Mit visuellen Sensoren bewegt sich der Roboter nur, wenn sein Besitzer in der Nähe ist. Gita kann weder die Stufen erklimmen noch durch das Gras fahren. Er benötigt einen glatten Untergrund. Die Entwickler behaupten jedoch, dass sich der Roboter bei einer Neigung von 16 Grad entlang der Oberfläche bewegen kann. Das Gerät hat eine Höchstgeschwindigkeit von 9,5 km pro Stunde. Die Lichtsensoren zeigen den Akkustand an. Der Akku hält 4 Stunden. Der Gita wiegt 22,7 Kilogramm und kostet rund 2.800 Euro. Canloft Surface. Habt ihr genug Platz im Kühlschrank? Wenn nicht, gibt es eine Idee, wo man die Bestände an Konserven ablegen kann. Die Canloft-Aufhänger sind praktische Werkzeuge, die Stahl und Dosen auf der anderen Seite des Regals magnetisch halten. Jetzt kann man den Platz im Kühlschrank oder Schrank sparen, indem man die Lebensmittel an einer sichtbaren Stelle aufhängt, damit diese leicht zugänglich sind. Canloft Surface lässt sich mit nur einer Schraube an stabilen Regalen befestigen. Ein 6er-Set kostet ca. 17,50 Euro. Fingerbot Plus. Die Einrichtung eines Smart Homes ist in der Regel mit vielen Ausgaben verbunden. Aber es gibt eine viel einfachere Lösung. Fingerbot Plus ist ein ungewöhnlicher Würfel mit einem mechanischen Finger, der für dich jeden Knopf drückt. Und du kannst das Tool über eine App in deinem Telefon steuern. Befestige den Fingerbot Plus einfach an eine Fernbedienung für die Garage, an einen Lichtschalter oder sogar an einen Drucker und nutze dein Smartphone. Ein zusätzlicher Vorteil ist der Timer, zum Beispiel wenn du kochendes Wasser haben willst, wenn du zu Hause ankommst. Samsung JetBot. Samsung JetBot ist ein smarter Roboter-Staubsauger, der seine Umgebung erkennt und sie speichert. Die Jet-KI klassifiziert Objekte und hält Abstand zu zerbrechlichen oder gefährlichen Dingen. Der 3D-Sensor des JetBots nimmt auch die Struktur des Raumes wahr. Er sieht selbst kleinste Details und lässt den Roboter nirgendwo stecken bleiben. Nach der Reinigung kehrt der Saugroboter automatisch zur Station zurück. Die Kosten für dieses Modell betragen 1.100 Euro. Bobby. Bobby ist ein automatisiertes Gerät, das ein Kind in einer Babyschale wiegt.
Nutzer stellen das Tool unter die Schale. Der elektrische Antrieb soll sie dann in Bewegung halten. Es entsteht ein leichtes Wackeln, ähnlich wie wenn ein Elternteil sein Baby beruhigt. Wichtig ist auch, dass man mit der einzigartigen Technologie die Bewegungen je nach Gewicht des Kindes anpassen kann. Das Gerät schaltet sich nach 30 Minuten automatisch aus und der Akku hält mehr als 7 Stunden. Und wenn man die Bewegung beschleunigen oder verlangsamen will, drückt man die Taste Plus oder Minus. Drainwig. Kennt ihr dieses schreckliche Gefühl, wenn man Verstopfungen in den Abflusslöchern reinigen muss? Dies ist ein äußerst unangenehmer Vorgang, der aber endlich vermieden werden kann. Dabei hilft Drainwig, ein einfaches Gerät, das Haare auffängt und ein Verstopfen verhindert. Von außen ist das Tool fast unsichtbar, da Drainwig die Haare in der Tube selbst sammelt. Man muss das Gerät nur alle paar Monate einfach durch ein neues ersetzen. So kann man duschen, ohne befürchten zu müssen, dass die Rohre verstopfen. Der Preis für ein solches Gerät beträgt 17 Euro. Nest Brush. Es ist immer praktisch, wenn zwei Dinge zu einem kombiniert werden. Wie bei der Nest Brush handelt es sich beispielsweise um eine Zahnbürste, die automatisch Zahnpasta dosiert. Sie ist nicht so sperrig wie eine Elektrozahnbürste und dazu noch effizienter. Die Zahnpasta wird per Knopfdruck ausgepresst. Dazu kommt das elektrische Gegenstück Nest Brush Electric. Mit einer Frequenz von 20.000 Schallvibrationen pro Minute reinigt diese Bürste Zähne und Zahnfleisch. Und der eingebaute Timer macht das Zähneputzen bequemer. Er pausiert alle 30 Sekunden kurz, um anzuzeigen, dass es an der Zeit ist, einen neuen Bereich zu reinigen. Veritable Smart Indoor Garden. Den Überblick über seine Zimmerpflanzen zu behalten, ist schwierig. Manchmal vergisst man, sie zu gießen oder sie bekommen nicht genug Licht. Hier kommt der Smart Indoor Garden von Veritable zur Rettung. Dieses Gadget regelt die Beleuchtung, fügt die notwendigen Mineralien hinzu und gießt die Pflanzen. Er nimmt der Wohnung keinen zusätzlichen Platz weg und man kann jedes gewünschte Grün anbauen. Die Kosten für ein solches Tool betragen 216 Euro. Fresh Dry. Fresh Dry ist ein tragbarer Trockner, der nach dem Duschen, nach dem Training oder dem Schwimmen schnell und einfach überschüssige Feuchtigkeit entfernen kann. Er verfügt über einen integrierten Gewichtssensor, der den Trockner automatisch startet, sobald man draufsteigt. Fresh Dry ist nützlich für Menschen mit Behinderungen und ermöglicht es ihnen, sich abzutrocknen, ohne sich bücken zu müssen. Das Gadget verfügt über zwei Einstellungen, die einfach per Berührung mit dem Zeh geändert werden können. Man kann beispielsweise den Luftstrom von leicht auf stark ändern. Mit Fresh Dry kann man auch die Lufttemperatur ändern. Der Preis für einen solchen Trockner beginnt bei 190 Euro. Bureau Bureau. Händewaschen ist nicht sonderlich witzig, aber mit Bureau Bureau macht es schon deutlich mehr Spaß. Dieser Spender verwandelt normale Seife in Seifenblasen. Tests haben gezeigt, dass die Seife auf diese Weise dreimal effektiver eingesetzt werden kann. Und lustig ist es auch noch. Hey Leute, Schluss mit Faulenzen. Es ist Zeit, das Hirn aufzuladen. Willkommen bei Braintime. Unglaubliche Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart und sogar der Zukunft. Wissenswertes über Natur- und Tierwelt. Schockierende Fakten und ungelöste Geheimnisse. All dies und noch vieles mehr erwartet euch auf unserem Kanal. Abonniert uns, ihr werdet es nicht bereuen.